Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Video zu Rogue Company, ja. Denn in ja ein paar Tagen, mehr oder weniger, eher mehr, kommt ein neues Update raus, und zwar das Rambo King Cobra Update. Und ja, mit diesem Update werden viele Dinge hinzugefügt und auch viele Dinge ein bisschen abgeändert. Und ja, ich befinde mich hier gerade auf dem Public Test Server von Rogue Company. Und ja, das Rambo King Cobra Update, das wird vieles zum Spiel hinzubringen, unter anderem einen Skin für einen Charakter, von dem ich vor nicht allzu langer Zeit mal behauptet habe, dass er nur sehr, sehr wenige Skins hat und unbedingt neue braucht. Ja. Es ist ein unglaublich cooler Skin hinzugekommen und noch etwas, hier auf der rechten Seite unter der Kategorie Sozial unter Freunde sieht man jetzt, da sind 5 Pluszeichen. Das heißt, dass man nun mit 5 Freunden, also in einer Lobby von 6 Spielern, mit seinen Freunden zusammenspielen kann. Das beschränkt sich aber nur auf die 6 vs 6 Modi im Spiel, beziehungsweise das ist ja im Moment nur Team Deathmatch 6 vs 6, und ja, das kann man jetzt mit 5 Freunden zusammenspielen, wenn man will. Und ja, ist, denke ich, eine ganz nette Neuerung. So, es wird auch neue Shop-Inhalte geben. Den Shop sieht man hier am Public Test Server aber nicht, der funktioniert nie auf den Public Test Servern. Was es aber im Shop geben wird, sind 2 Bundles. Einmal das Rambo Bundle, das wird 2000 Robux kosten. Dieses Bundle enthält einen legendären Skin für Seeker, den Rambo Skin. Des Weiteren enthält es noch den Rogue Seeker an sich. Und hier sieht man auch den Skin, den habe ich schon ausgerüstet, und ich finde, der sieht richtig, richtig gut aus. Und ja, das Bundle enthält eben diesen Skin, den Rambo-Skin, dann den Rogue-Seeker. Damit meint man aber, denke ich, dass man genug Rogue-Bucks erhält, um sich Seeker zu kaufen. Das war nämlich in der Vergangenheit so mit Phantom zum Beispiel auch schon so, dass man, wenn man sich so ein Bundle, was auf einen Charakter zugeschnitten war, wenn man sich das gekauft hat, hat man halt genug Rogue-Bucks bekommen, dass man sich den Charakter an sich holen kann. Die Rogue-Bucks bekommt man so oder so, auch wenn man Seeker schon hat. Und dazu gibt es eben noch hier so einen legendären Rambo-Skin. Hier sieht man ihn nochmal in der Lobby. Kann der tanzen? Ja, okay, manche Dinge wurden dafür geschaffen, um nie gesehen zu werden. Des Weiteren bekommt man in diesem Rambo-Bundle einen mythischen Waffenskin für die Sahara, der nennt sich Law of the Jungle, kann ich leider nicht zeigen, weil man in den Shop nicht reinkommt, und bei den Waffenskins ist er, soweit ich weiß, auch nicht dabei, kann ich aber nachher noch nachsehen. Ich denke aber nicht, dass man ihn hier sehen wird. Und des Weiteren bekommt man noch einen mythischen Skin für das Kampfmesser, den Snake Catchers Mythic Skin. Hier sehen wir jetzt kurz die Waffe an. Hier ist die Sahara und der Skin ist nicht hier. Schade. Aber wir werden ihn spätestens dann sehen, wenn das Update draußen ist. So, das Combat Knife bekommt ebenfalls einen Skin, und
Da kommen wir gleich zur nächsten Änderung. Seeker wird nämlich jetzt, also im Moment hat er noch den Baseballschläger, aber ab dem nächsten Update wird er das Combat Knife als Nahkampfwaffe haben. Einfach, dass es mit Rambo hier auch so ein bisschen besser zusammenpasst. Hier sieht man auch, unten links steht auch schon verwendet von Umbra und Seeker. Das ist halt die Nahkampfwaffe, die mit dem Umbra-Update reingekommen ist. Jetzt wird Seeker auch das Kampfmesser tragen anstelle des Baseballschlägers. Ist, denke ich, ein okayer Tausch. Und dann wird es noch ein zweites Bundle im Shop geben für 1000 Robux. Das Rambo Accessory Bundle oder Rambo Accessoire Bundle. Kann ich halt jetzt leider nicht zeigen, weil es ist der Shop auf dem PTS, also auf dem Public Test Server, nicht gibt. Da gibt es keinen Shop. Aber ich weiß, was in dem Bundle drin ist. Gibt es für 1000 Robux ein legendäres animiertes Banner, Never Enough Revenge. Dann ein Emote, One-Man-Army, ganz auf Rambo zugeschnitten. Einen Dschungel-Assassinen Primärwaffenskin, einen Dschungel-Assassinen Sekundärwaffenskin und einen Dschungel-Assassinen Nahkampfwaffenskin wird es in diesem Bundle geben für 1000 Robux, das Rambo Accessory Bundle. Ja, zwei separate Bundles, die man sich so kaufen kann. Und dann kommen wir gleich zu der nächsten Neuerung. Es wird nämlich, hier sieht man schon, hier bekommt man für verschiedene Aufträge speziell auf Rambo zugeschnittene Goodies, sage ich mal. Hier zum Beispiel in der ersten Mission verursache 2000 Schaden mit Sprengstoffen. Ist, denke ich, ganz interessant. Oder lesen wir uns noch kurz die rechte Seite durch. Bevor die letzte Patrone verschossen wurde, ist es noch nicht vorbei. Kämpfe wie Rambo und sichere dir für kurze Zeit exklusive Belohnungen. Ja, und hier eben für 2000 Schaden mit Sprengstoffen. Ja, genau, es ist ein rahmentödlicher Soldat. Krieg liegt dir im Blut. Interessant. Dann hier, setze als Seeker 100 Gegner außer Gefecht. Ein Banner, zielsicher auf der Jagd. Sieht eigentlich ganz schick aus. Ja. Trifft 10 Gegner als Seeker. Werde zum Krieg, was wir tun, wer wir sind. Ja. Ach, hier mit Seekers Bogen, okay. Erziele 25 Multikills, und das ist gar nicht mal so einfach. Ein Spray, übertreib's nicht. Krieg kannst du haben. Okay. Ein episches Spray, sieht auch richtig, richtig gut aus. Dann trifft 10 Gegner mit Seekers Bogen. Ja, 25 Multikills. Ich hoffe, das mit dem Bogen ist so gemeint, dass man Gegner aufdecken muss und nicht, dass man sie wirklich mit dem Bogen treffen muss. Das wäre sehr schwierig. Andererseits wäre das andere wohl etwas einfach. Oh Mann. Dann verdiene eine erstes Blutmedaille. Da gab es auch mal, naja, dafür bekommt man hier erstes Blut, Titel aus dem Rambo-Event. Ja, erstes Blut, das war so der Untertitel vom ersten Rambo-Film, First Blood. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass es irgendwo schon mal so einen Auftrag gab mit erziele erstes Blut-Erfolge. Das war hier irgendwo. Oder es war eben, wie vorhin schon angemerkt, bei so einem zeitexklusiven Event wie beim Armstealer-Event. Scheint wirklich so zu sein. Ja. Ja, dann war es bei irgendeinem Event, entweder beim Combat Medic Event oder Armstealer, was auch immer. So, wo waren wir? Hier, verdiene eine erstes Blutmedaille. Das daran kann ich mich aber noch erinnern, das war damals bei dem Event gar nicht mal so einfach. Erstes Blut zu bekommen. Und schließe alle Rambo-Missionen ab. Das sind hier, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. 5 Missionen, dann bekommt man hier einen Gleiterskin. Dschungelkobra. Wer braucht schon einen Helikopter, wenn man Flügel hat?
stimmt. Und da muss ich dazu sagen, der gefällt mir jetzt von der Farbgebung her und vom Muster nicht ganz so gut. Aber zu Rambo passt er natürlich, ja. Und ich denke, Rambo werde ich mir den Wingsuit-Skin schon irgendwie holen. So, hier seht ihr jetzt einen verzweifelten Versuch, in eine Runde zu kommen. Ich habe es leider nicht geschafft. Aber ja. In der Zwischenzeit kann ich allerdings so ein bisschen darauf eingehen, was sonst noch mit dem Update zum Spiel hinzukommt. So. Project Saint ist wieder ein großes Thema. Das ist ja dieses Projekt, das sich über mehrere Phasen von Rogue Company, sage ich mal, sich darüber hinwegzieht. Und zu Project Saint hat man wieder was Neues zu Human Backfill zu sagen. Human Backfill, das ist diese Mechanik, wo wenn ein Spieler aus einer Runde entfernt wird durch einen Disconnect oder durch einen Rage Quit, was auch immer, dann wird versucht, diesen Spieler durch einen anderen menschlichen Spieler zu ersetzen, der gerade versucht, in eine Runde reinzufinden. Diese Mechanik ist noch nicht so ganz ausgereift und aber sobald das Rambo-Update draußen ist, wird man für die ersten paar Stunden zumindest mal im Modus Zerstörung des Häufigeren auf dieses Feature treffen. Das wird in der ersten Stunde, wenn dieses Update gelauncht wird, in der ersten Stunde wird es diese Feature vermehrt im Modus Zerstörung geben. Und im Verlaufe des weiteren Tages wird es dann so sein, dass es in den anderen Modi, die es halt im Spiel so gibt, dass dieses Feature zu den Modi auch noch hinzugefügt wird. So, so wie das Spiel zurzeit ist, da denke ich, wird früher oder später auch jeder auf dieses Feature treffen, dass halt irgendjemand von der aktuellen Gruppe lieft oder rausgeschmissen wird aufgrund eines Netzwerkfehlers, kann auch passieren. Und dann wird halt durch einen anderen menschlichen Spieler ersetzt und das wird auch unten kurz eingeblendet, so als Nachricht. Da steht dann so, also Name des Spielers ist deinem Spiel beigetreten. So irgendwie wird das dann dastehen. Denke ich, müssen wir abwarten, bis das Update hier ist. Aber das kann eigentlich auch nicht mehr allzu lange dauern. Ja, also maximal 40 Tage oder 45. Ja, ein Monat plus. Ein Monat plus, sagen wir es so. Ein Monat plus dauert es noch. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch gar nicht. Vielleicht kommt es sogar noch vor dem neuen Battle Pass, also vor der neuen Season. Kann auch sein. So, dann. Wo waren wir jetzt? Project Saint, genau. Human Backfill haben wir abgehakt. Dann kommen wir zu den Maps. Es wird eine kleine Änderung geben im Modus Team Deathmatch. Wenn man den Modus Team Deathmatch spielt, wird es in Zukunft, also ab dem das Update hier gelauncht ist, ab dem Zeitpunkt wird es im Team Deathmatch möglich sein, die Maps Meltdown, also Schmelzpunkt, Palast, diese Kyoto-Map, und Skyfall, ist auch auf Deutsch Skyfall, diese drei Maps wird es im Modus Team Deathmatch auch geben. Also Schmelzpunkt, Palast und Skyfall. Damit wird der Map-Pool von Team Deathmatch auf 13 erhöht. Und das sind noch nicht alle Maps. Wenn man versucht, jede Map im Spiel zu spielen, muss man ein bisschen die Modi, da muss man ein bisschen mehr den Spielmodi abwechseln oder einfach Zerstörung spielen und hoffen, dass man irgendwann mal jede Karte durch hat.
Denn es gibt so zwei Maps, die immer noch nicht im Team Deathmatch spielbar sind. Das sind einmal die Arena und Gletscher, auf Englisch Glacier. Das ist diese Schiffsmap im arktischen Polarkreis. Und die zwei Maps sind nicht beim Team Deathmatch dabei. Laut Aussagen von Entwicklern deshalb, weil sie sich nicht so ganz für einen 6 vs 6 Modus eignen. Und da muss ich sagen, verstehe ich zu einem Teil. Einerseits, andererseits, ja, die zwei Maps, die würden ein bisschen einen flotteren Spielstil reinbringen, finde ich. Auf der einen Seite. Andererseits verstehe ich auch, dass man nicht auf einer kleinen Map insgesamt 12 Spieler zusammenwerfen will, weil wenn da hier irgendwo ja, sechs gegnerische Spieler irgendwo rumrennen, wo will man dann in einen Spawnpunkt hinsetzen, einen ordentlichen? Verstehe ich schon auch irgendwie. Naja, aber mal sehen, was die Zukunft so bringt. Vielleicht werden die Maps ja noch irgendwann mal reingebracht. Kann ja sein. Vielleicht wird Team Deathmatch 6 vs 6 auch rausgenommen. Es war eher unwahrscheinlich, aber kann passieren. Team Deathmatch 6 vs 6. Ja, genau. Und hier mit diesem neuen Feature, dass man eben dass man 5 Freunde einladen kann. Damit wird es auch möglich sein, mit 5 Freunden eben in diesem Modus Team Deathmatch 6 vs 6 ein paar Runden zu spielen. Und ja, genau. Team Deathmatch 6 vs 6, wie auch das Feature, dass man 6 oder halt 5 Freunde einladen kann, das beschränkt sich auf Xbox-Spieler, PlayStation-Spieler und PC-Spieler. Switch-Spieler werden sowohl das Feature mit den 5 Freunden, die man einladen kann, und Team Deathmatch 6 vs 6 leider nicht sehen, weil die Switch da einfach anscheinend nicht mitkommt. So irgendwie war das da. Obwohl ja eigentlich sowas wie Fortnite auch auf der Switch läuft. Wo man ja, keine Ahnung, mit, ich glaube, 99 Spielern auf eine Map geworfen wird. Aber gut. Aber gut, aber gut, aber gut. Obwohl. Gibt's Fortnite auf der Switch überhaupt noch? Also läuft das da noch? Weiß ich gar nicht. Ich kann mich erinnern, dass es vor Ewigkeiten mal Fortnite auf der Switch gab, aber ich habe das damals nicht so gern auf der Switch gespielt und dann habe ich es eigentlich auch nie mehr so wirklich verfolgt. Aber es gab auf jeden Fall mal Fortnite auf der Switch. Warum der Modus 6 vs 6 auf der Switch nicht geht, ist schon irgendwie seltsam. Weil ich meine, naja. Naja. Vielleicht wird es auf der nächsten Nintendo-Konsole gehen. Vielleicht. Wäre auf jeden Fall toll. Aber naja. Genau, man kann jetzt mit 6 Freunden, man kann sich 5 Freunde holen, mit denen man dann in den 6 vs 6 Spielmodus rein kann. Dann Safe in the Sky, genau. In den meisten, beziehungsweise in allen Spielmodi ist es so, dass man am Anfang der Runde entweder aus der Chimera oder aus der Manticore, so heißen die zwei Fluggeräte, auf die man abspringt, auf denen springt man halt am Anfang einer Runde auf die Map runter. Und um das Leben von, ja, noch nicht ganz so erfahrenen Spielern etwas zu erleichtern, hat man da ein bisschen was geändert. Das heißt, Spieler, die noch nicht so erfahren im Game sind, können sich Zeit nehmen und den Shop durchsehen und sich überlegen, was sie holen, die Extras und die Beschreibungen der Extras genau durchlesen und und solange das halt passiert, bleiben sie innerhalb dieser zwei Fluggeräte und sie werden auch nicht ganz so stark dazu gedrängt, rauszuspringen, beziehungsweise sie werden nicht einfach
runtergesetzt mit einer kurzen Bewegungssperre. Das wird ein bisschen abgeändert. Wie genau, werden wir dann beim Update sehen. Damit aber mit dieser kleinen Änderung, die es da geben wird, soll auf jeden Fall das Leben von nicht ganz so erfahrenen Spielern etwas leichter gemacht werden. So, und dann gibt es da noch eine Änderung für Bans. Also wenn man andere Spieler meldet. Und zwar wird man darüber in Kenntnis gesetzt, wenn ein von dir selbst gemeldeter Spieler, wenn gegen den ja irgendwas gemacht wird, dann wird man benachrichtigt. Einfach damit man erfährt, ob wirklich was unternommen wird gegen die Leute, die man selbst meldet. Und das ist die Sache mit dem Melden. Ich benutze das Feature manchmal, ja. Weil es gibt schon so ein paar Situationen, wo es Spieler gibt, die ja, die man einfach besser meldet, weil ich kann mich da an eine Situation erinnern, ich hatte mal einen Dima im Team und das ist, ich habe Strikeout gespielt, also so ein auf Leben basierender Modus, wo man die Leben von den Gegnern auf Null bringen muss und ich kann mich erinnern, der hat einen Dima gespielt und der hat sich einen Nate geholt und der ist immer runtergejumpt bzw. gespawnt und dann ist er irgendwo hingerannt, dann hat er die Granate geschmissen, sich reingesetzt, durch die Explosion hat er sich selbst gedownt und dann ist er instant respawned, also ohne dass man eine Chance hat, ihn reviven zu können und ist wieder irgendwo hingerannt, hat eine Granate geschmissen, sich reingesetzt, ist gestorben, respawned. Das hat er halt immer wieder gemacht und so hat er halt unser Leben schnell auf Null gebracht. Ich habe die Runde auch verloren, es hat mich mega... Ja, ich war sauer, könnte man sagen. Und den habe ich gemeldet für... also ich bin mir absolut nicht sicher, in was für eine Kategorie das reinfällt, aber ich glaube, ich habe den gemeldet für absichtliche Fehler. Das ist, denke ich, da passt das rein, was der gemacht hat. Und das ist, ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ihr so jemanden in der Runde habt, der sich eben in so einem Respawn-Modus, wo es auf Leben geht, wenn ihr so einen habt, der sich eine Granate holt, die irgendwo hinwirft, sich reinsetzt, daran stirbt, instant respawnt und das immer wieder wiederholt, ich kann nicht sagen, meldet den, ja? Weil das ist kein Spielen, was der macht. Was soll der Leute tun? Meldet den, damit gegen den vorgegangen werden kann. Weil einfach ein Team runterzuziehen, das ist kein Spiel. Sowas macht man einfach nicht. Und für solche Leute, die sowas machen, für die habe ich auch absolut kein Verständnis, ja? Also wenn ihr so jemanden in der Runde habt, meldet den sofort. Dauert auch nicht lange. Das dauert, keine Ahnung, 30 Sekunden. Nicht mal. 10 Sekunden, 20 Sekunden. Länger dauert das nicht. Und da kann ich euch wirklich ans Herz legen, macht das. Ja, dann. Was haben wir dann? Dann. Gibt es so ein paar Game-Mode-Änderungen? Und zwar. Im Modus Battlezone da sind mythische Kisten von nun an verhüllt. Also man wird trotzdem anscheinend trotzdem noch den Timer sehen, wann sie spawnen. Aber sie werden halt verhüllt sein, dass man nicht genau sieht, wo sie eben spawnen. Gut, dann wird es noch eine Änderung für Team Deathmatch geben. Ja genau, habe ich vorher schon erwähnt. Skyfall kommt als Map zu Team Deathmatch dazu. Palast kommt als Map hinzu und Schmelzpunkt kommt auch in die Team Deathmatch-Rotation hinzu. Und dann gibt es auch so ein paar Änderungen für King of the Hill. Genau, die Hills, genau.
Die Zeit, die vergeht, bis ein Hill zum nächsten wechselt, wurde erhöht von 60 auf 75 Sekunden. Das heißt, wenn ein Hill wo spawnt, bleibt er da 75 Sekunden, dann wechselt er zum nächsten Spawnpunkt. Dort bleibt er dann wieder für 75 Sekunden, dann wechselt er zum nächsten Punkt. Das wurde erhöht. Die allgemeine Spielzeit von King of the Hill wurde aber nicht erhöht. Die bleibt 10 Minuten. So. Und das heißt, die Anzahl von Hill-Moves wurde reduziert. Also von, wenn ein Hill von Punkt A zu Punkt B wechselt, das ist ein Hill-Move, ja? Also Hill A, Hill, der Hill spawnt an Punkt A, bleibt dort 75 Sekunden, wechselt zu Punkt B, das ist ein Hill-Move, bleibt bei Punkt B für 75 Sekunden, wechselt dann zu Punkt C, das ist ein weiterer Hill-Move, bleibt bei Punkt C für 75 Sekunden. Das sind so die Hill-Moves und die wurden reduziert von 10 auf 8. Das heißt, also die Runde bleibt 10 Minuten, ein Hill spawnt, bleibt 75 Sekunden da, wechselt die Position, bleibt 75 Sekunden an der nächsten Position und das macht da nun nur mehr 8 anstelle von 10 Mal. Ja, ist ganz interessant, dadurch wird der Modus ein bisschen abgeändert, ob es gut ist oder nicht, kann ich noch nicht sagen. Muss ich erst noch spielen und abwarten, wie sich so anfühlt. Ein bisschen länger Hill, dafür weniger Hill-Spots, also Hill-Änderungen, also Punktänderungen. Ja, muss man abwarten, wie sich so verhält, wenn das Update draußen ist. Ist aber, hört sich nicht schlecht an. Ist keine schlechte Änderung, so auf den ersten Blick. So, dann machen wir weiter mit den Waffen. Machen wir mit den Waffen weiter. Und da fangen wir doch an mit einer Sniper mit der LR-15 Full Body. Das ist hier Phantoms und Runways Sniper. Das dritte Upgrade der Waffe wird den Damage Fall-Off entfernen. Das heißt, es ist ja so, dass eine Waffe, je weiter ein Gegner entfernt ist, desto weniger Schaden macht sie an dem Gegner. Und da gibt es auch so Abstufungen von kurzer Distanz, mittlerer Distanz, hoher Distanz. Und auf der höchsten Distanz macht die Waffe halt am wenigsten Schaden, mittlerer Distanz, ein bisschen mehr Schaden, kurze Distanz, vollen Schaden. Und das dritte Upgrade bei der Full Body entfernt das halt, dass die Waffe auf irgendeiner Distanz weniger Schaden macht. Die macht jetzt durchgehend 80 Körperschaden. So, und des Weiteren erhöht das dritte Upgrade die Bewegungsschnelligkeit während des Zielens über das Visier und den Headshot-Schaden. Das heißt, wenn man mit der Full Body einen Headshot trifft, killt er. Auf dem Stufe 3 Upgrade. Also, beziehungsweise auf dem Stufe 4 Upgrade ist es hier, aber ja, das mit den Stufen und Level ist ein bisschen verwirrend, aber es gibt ja die Basic-Variante, das ist, wenn man die Waffe direkt kauft und dann hat sie 3 Upgrades. Beim dritten Upgrade killt die Waffe mit einem Headshot. Obwohl, ich muss dazu sagen, ich glaube, die killt so oder so, wenn man einen Headshot trifft. Also, ja gut, wenn man einen Headshot trifft, das ist auch gar nicht mal so einfach. Aber wenn man einen Headshot trifft, killt's. Ja. Gut, dann, was haben wir da noch? Das ist ein Maschinengewehr, das ist ein Maschinengewehr, Shotgun, Maschinengewehr, eine DMR, eine SMG. Hier ist noch eine Sniper, die Tier. Machen wir das nach den Klassen. Hier ist noch die Tier Fixers Sniper Gewehr. Da ist es jetzt bei dem dritten Upgrade so, dass ebenfalls der Damage Fall-Off entfernt wurde. Das heißt, die Waffe macht auch über alle
Distanzen 70 Körperschaden. Und das dritte Upgrade macht jetzt auch, dass die Waffe weniger Rückstoß hat. Also das dritte Upgrade reduziert den Rückstoß, also erhöht die Handhabung sozusagen, reduziert den Rückstoß. Und erhöht ebenfalls Kopfschussschaden, also Headshot Damage. Und ja, damit killt sie auch auf jeden Fall, wenn man den Headshot damit trifft. Eigentlich ganz gut. Das sind jetzt zwei Waffenänderungen, die allgemein ganz gut sind. Und von denen gibt es bei dem Upgrade leider nicht ganz so viele. Aber das ist, dazu kommen wir dann gleich noch. So, mit was machen wir jetzt weiter? Da haben wir ein bisschen was. Da haben wir auch ein bisschen was. Machen wir mit Sturmgewehren weiter. Und hey, jetzt wo ich das gerade so sehe, der Nova Waffenskin sieht irgendwie anders aus. Der sieht hier irgendwie so rötlich aus, so seltsam. Wird der abgeändert werden? Davon steht hier nichts. Also das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, dass der abgeändert werden soll. Aber das sieht tatsächlich ein bisschen anders aus. Gut. Machen wir weiter mit der KA-30. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber da unten rechts stand gerade Dima zweimal. Das sah irgendwie seltsam aus. Und da sieht man gerade, da habe ich probiert im Hintergrund die verschiedenen Regionen zu ändern. Und da habe ich halt versucht, noch so irgendwo in ein Match reinzukommen. Ich kann auch gleich sagen, das ist nicht passiert. Ich habe es in kein Match geschafft. Leider. Es sollte einfach nicht sein. Da unten links sieht man es jetzt hier. Da ist Dima, Ronin, Dima. Sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus, aber gut. Ja, was kann ich zur KA-30 sagen? Bei der KA-30 wird die Feuerrate erhöht werden. Ja, und das war's. Die Feuerrate wird erhöht werden. Dann haben wir was bei der Sahara. Bei der Sahara wird die Feuerrate ein wenig verringert. Das heißt, sie wird schlechter gemacht. Und die Streuung wird erhöht, also Streuung bzw. Bloom heißt das auf Englisch. Das ist das, dass wenn man irgendwo hinzielt und schießt, dass die Kugel nicht dorthin fliegt, wo man hinzielt, sondern, keine Ahnung, ein paar Meter weiter rechts, ein paar Meter weiter links. Streuung eben. Und das wird erhöht, also auch was Schlechtes und das war's. Niedrigere Feuerrate, erhöhte Streuung, die Sahara wird schlechter gemacht. Yay! Und dann ist das auch noch die Waffe, die hier diesen speziellen Waffenskin aus dem Rambo-Update bekommen wird. Das finde ich nicht gut. Wenn man eine Waffe so, ja, mit einem neuen Skin ausstattet, den nur diese Waffe hat und sie dann schlechter macht, das ist irgendwie nicht so toll. Aber ja, was soll man sagen? So ist es halt. Und ich fürchte, das war's auch schon. Die Sahara wird schlechter gemacht.
Das ist sowas, finde ich, richtig, richtig schade. Vor allem dieser Haar ist, finde ich, jetzt nicht so eine Waffe, die übelst overpowered ist. Naja. Machen wir weiter mit der Arbitrator. Oh, lol, das sieht auch seltsam aus, hier unten links. Ist das bei allen Waffen so? Nein, hier ist nur Sigrid und Vi. Und hier ist unten Scorch, Anvil, Anvil, Scorch. Sieht auch seltsam aus, finde ich. Naja. Naja. So, was haben wir bei der Arbitrator? Das dritte Upgrade erhöht die Range nicht mal ganz so viel. Es wird also schlechter gemacht. Und die Streuung von der Waffe wurde ebenfalls erhöht, wurde also auch schlechter gemacht. Und das Feuerraten-Upgrade ist jetzt auch nicht mehr so effektiv. Upgradet die Feuerrate also auch nicht mehr ganz so stark. Das heißt, drei negative Dinge. Die Arbitrator wird sehr viel schlechter gemacht. Ja. Also so sehe ich das hier jetzt. Und mehr kann ich dazu jetzt leider auch nicht sagen. Weil es dazu auch nicht mehr zu sagen gibt. Sie wird schlechter gemacht. Eigentlich auch irgendwie schade. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich sagen, werden dadurch natürlich auch so Lancer-Spieler, die die Arbitrator gemeistert haben, ein bisschen gezügelt, weil eine Lancer mit einer Arbitrator, das ist, wenn ihr so jemanden als Gegner habt, das tut weh. Das tut dem Herzen richtig hart weh. Ja, was haben wir hier noch? Die SKL-6. Die Shotgun von Glitch und Chark. Hier ist auch Chark zweimal abgebildet. Das lenkt mich mehr ab, als es mich ablenken sollte. Die SKL-6. Das zweite Upgrade. Durch das zweite Upgrade wird die Reichweite jetzt weniger erhöht als noch zuvor. Also auch was Schlechtes. Ja. Und mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen. Dann habe ich noch was für die Hydra. Das dritte Upgrade bei der Hydra. Das gibt der Waffe jetzt auch weniger Reichweite hinzu, also wird auch schlechter gemacht. Hier werden verdammt viele Waffen schlechter gemacht. Beziehungsweise die Upgrades der Waffen und damit automatisch auch die Waffen selbst. Naja. Also weniger Reichweite, nur so nebenbei. Das heißt, dass man mehr Körpertreffer braucht, um den Gegner auf eine gewisse Distanz zu killen. Damit wird die Hydra, denke ich, zu einer Vier-Schuss-Waffe. Also vier Schüsse, um den Gegner zu killen. Tja, das war's mit den Sturmgewehren. Gehen wir zur SLC, einer SMG. So, die SLC. Die Feuerrate der SLC wird verringert. Ist also auch was Schlechtes. Der Körperschaden der Waffe wird erhöht von 12 auf 13. Der Headshot-Schaden, also Kopftrefferschaden, wird ebenfalls erhöht von 18 auf 19. Und damit haben wir hier eine negative Sache, also ein Nerf, zwei Buffs, also eins negativ, zwei positive. Das ist gut. Das ist gut. Damit wird sie ein bisschen besser gemacht, obwohl niedrigere Feuerrate. Damit wird sie ein bisschen kontrollierbarer gemacht. Und dann macht sie auch mehr Schaden.
Naja, ich bin gespannt, wie sie sich so verhält im Spiel. Dann gibt es noch was für die LMPX. Die LMPX bekommt erhöhten Headshot Damage, also erhöhten Kopftrefferschaden über alle Distanzen. Und eine etwas reduzierte Feuerrate. Das ist sehr interessant, vor allem das mit den über alle Distanzen. Dadurch wird sie zu einer sehr interessanten Waffe. Damit wird nämlich garantiert, dass man, wenn man so spielt, dass man eher auf Köpfe zielt. Da wird man bei der Waffe hier eher belohnt als jetzt so mit einer SLC. Ist, denke ich, ganz interessant. Die niedrigere Feuerrate macht die Waffe auch ein bisschen kontrollierbarer, sag ich mal. Ist ganz interessant. Und das ist, ich muss sagen, ich spiele die LMPX ja sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ganz ehrlich, ich hoffe, dass ich die Waffe nach dem Update auch noch gern spiele. Dann haben wir hier ein Update, also ein paar Änderungen für DMRs. Und bei den DMRs haben wir was für die Deadeye, Fixers und Talons DMR. So, da haben wir ziemlich viel. Und zwar reduzierten Headshot Fall-Off bei mittlerer und langer Distanz. Das heißt, Headshots auf mittlere und lange Distanz machen mehr Schaden als vor dem Update. Also machen nach dem Update mehr Schaden als vor dem Update. Das ist was Gutes. So. Was haben wir noch? Damit wird garantiert, dass man auf weitere Distanzen mit zwei Headshots killen kann. Ist, denke ich, ganz interessant. Ja, dann wird der verringerte Fall-Off von Headshot-Damage auf einer langen Distanz nochmal explizit erwähnt. Dadurch soll auch, ja, eine Situation geschaffen werden, in der man auch gegen Gegner, die eine Rüstung tragen, auch auf längere Distanz ein bisschen besser spielen kann. DMR ist ja dazu ausgelegt, dass man auf längere Distanzen ordentlich Schaden austeilt, und das kann man jetzt mit dieser Reduktion vom Damage Fall-Off über längere Distanzen ganz gut machen. Außerdem wird der Körpertrefferschaden auf mittlere Distanz erhöht, was die Waffe auf eine etwas nähere Distanz auch noch ein bisschen nützlicher macht, sage ich mal. Ich war ja eigentlich nie so ein großer Freund von DMRs, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das so durchlese, dass die Deadeye so, ja, im Vergleich zu den anderen Waffen stark verbessert, also stark gebufft wird, verbessert wird, ein bisschen besser gemacht wird, dann kann ich mir auch vorstellen, mit der in Zukunft ein bisschen öfter zu spielen. Vor allem die Deadeye, da kann ich mich dran erinnern, dass die eigentlich immer ganz gut war. Also die hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, wenn ich die gespielt habe. So im Vergleich zu einer MXR zum Beispiel, die von Trench oder Dahlia getragen wird. Mit der Waffe bin ich nie so wirklich zurechtgekommen. Aber eine Deadeye, die war eigentlich immer ganz okay, sage ich mal. Apropos MXR oder MXR. Bei dir gibt es auch ein paar Änderungen, unter anderem wird auch hier der Körpertreffer, also der Damage Fall-Off, auf mittlere und lange Distanz reduziert. Ach so, nee, pass auf. Hier wird der Damage Fall-Off auf mittlere und lange Distanz reduziert vom Körperschaden. Ja, nicht Headshot-Schaden, vom Körpertrefferschaden. So. Okay, damit will man halt erreichen, dass die Waffe auf
so ziemlich alle Distanzen ein also vier Körpertreffer mit vier Körpertreffern einen Kill erzielen kann. Das soll damit erreicht werden. Ha. Ist ein mickriges Update. Upgrade, so. Aber gut. Es macht die Waffe besser und dann nehme ich alles, was geht. Dann gibt es noch eine Änderung beim Combat Knife, das ja jetzt beim nächsten Update sowohl von Umbra als auch von Seeker getragen werden kann. Und beim Combat Knife ist es so, dass das zweite Upgrade jetzt eine höhere Schwungrate, also ein erhöhtes Angriffstempo hergibt. Und das da habe ich mir auch rausgeschrieben, das fand ich so witzig. Bei den Patch Notes oder bei den Update Notes auf der Steam-Seite, da stand noch als Extrapunkt dabei: That's not a knife, this is a knife. Das ist so eine kleine Anspielung an den Film Crocodile Dundee mit Paul Hogan. Ist so ein bisschen so ein Comedy-Film über einen Australier. Ist ganz witzig, kann ich nur empfehlen. Also ich mag den Film. Ist ein bisschen älter, aber ist ein guter Film. Ist ein richtig guter, ordentlicher Film. So. Ja, genau. Und damit das mit dem Rambo-Skin auch ein bisschen besser zusammenpasst, dafür wird halt gesorgt, indem jetzt Sika ebenfalls das Kampfmesser trägt. Genauso wie Umbra. Das Kampfmesser ist ja mit dem Umbra-Update hinzugekommen. Und jetzt hat Seeker auch das Messer so, wie dass es halt als Rambo tragen kann. So wie man es hier jetzt in der kleinen Animation hier sieht. So. Und das war das Combat Knife. Eine Sekunde bitte. So, ein kleiner Cut. Ich hoffe, man hat es nicht ganz so, ja, stark mitbekommen, sag ich mal. Dann machen wir doch weiter mit Änderungen an den Rogues, an den Agenten. Und da beginnen wir doch mit Dima. So. Da gibt es ein paar Änderungen bei den Extras, die er hat. Da wurde jetzt auf Stufe 2 das Extra, mit dem er Gesundheit schneller regenerieren kann, das wurde ausgewechselt für Zähigkeit, durch das er 30% weniger Schaden durch Sprengstoffe erhält. Und durch das Upgrade ist er halt nicht mehr ganz so anfällig für Granaten, für gegnerische Murph-Launcher. Der ist nicht mehr ganz so anfällig für Switchblades, Raketenwerfer oder Kestrels Helodrohnen. Und ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Extra passt zu ihm. Ja, also dass er weniger Schaden durch Sprengstoffe erhält. Das passt zu ihm. Klar ist es jetzt schade wegen dem anderen Extra, dass er Gesundheit nicht mehr ganz so schnell regeneriert, aber es ist, denke ich, eine akzeptable Änderung. Nennen wir es so. Ja. Eine akzeptable Änderung. Das ist gut. So. Was haben wir dann noch? Switchblade. Switchblade, da gibt es auch eine Änderung bei den Extras auf Stufe 2. Da hat sie jetzt anstelle von Zähigkeit Pirschjäger. Mit Pirschjäger kann man sich ein bisschen schneller bewegen während des Zielens. Und das wird halt ausgetauscht werden gegen die hier 30% Schadensresistenz gegenüber Sprengstoffen. Ist, denke ich, interessant. Und damit kann man auch ganz gut was machen. Dann, was haben wir hier noch? Runway. Runway kann jetzt ihre Fertigkeit, also den Koffer mit den Supplies, Nachschub auf Nachfrage, hier die Fertigkeit, die kann sie jetzt aktivieren, während sie auf einer Zipline irgendwo hinschlittert.
Dann gibt es noch eine Änderung bei Glimpse. Glimpse kann jetzt ihre Fähigkeit, also Fertigkeitstarnung ebenfalls aktivieren, während sie auf einer Zipline irgendwo hinrutscht. Und Glitch, bei Glitch wird es auch massive Änderungen geben, leider. Die Fähigkeit von Glitch, Fertigkeit, ich sage immer Fähigkeit, für mich ist es immer nur eine aktive Fähigkeit. Das Hacken wird mit dem nächsten Update global gemacht. Das heißt, egal wo ihr steht, egal wo die Gegner stehen, egal wo du Minen fallen, rumhängen, egal wo C4 rumhängt, egal wo Anvils Barrikaden stehen, ihr werdet mit dem nächsten Update als Glitch über die gesamte Map hacken können. Es wird über die gesamte Map gehen und man wird auch, wenn man Glitches Device aktiviert, da sieht man ja auf der rechten Seite so ein kleines Fenster, wo die ganzen Namen von den Leuten stehen, die im Radius sind. Und mit den ganzen Gadgets etc., die im Radius sind, noch im Radius sind. Und ja, beim nächsten Update wird die Reichweite halt global gemacht. So. Des Weiteren wird er sein kleines Gerät, was man auch hier auf dem Vorschaubild so ein bisschen sieht, was er in den Händen hält. Wenn man es eingesetzt hat, kann man es nicht nochmal rausholen. Außer wenn es wieder aufgeladen wird. Und das ist ein bisschen schade, aber irgendwie verstehe ich es auch, weil ein großer Punkt beim Spielen von Glitch war in der Vergangenheit immer, dass man so weiß, wie weit das, also seine Fähigkeit reicht. Man weiß, in was für einer Range man Gegner sieht. Und wenn man den Gegner auf dem Device sieht, wusste man, also da konnte man halt so ein bisschen abwägen, ja, der steht hinter der Ecke oder die Minenfalle ist, beziehungsweise mit den Gadgets war das noch ein bisschen anders, aber wenn man Gegner darauf gesehen hat, weiß man, hat man halt so ein bisschen abwägen können, ja, der steht hinter der Ecke und der ist auf dem Device nicht zu sehen. Das heißt, der steht nicht da hinten auf dem Spot, wo er mich leicht wegholen könnte. Und dadurch, dass man halt jetzt global hackt, wird das halt weggenommen. Da wird dieser Spion-Aspekt von Glitch, er ist ja eigentlich ein Brecher. Und dazu wird er jetzt mit dem Update zurückgebracht. Und der Spion-Aspekt wird halt komplett entfernt. Und ja, jetzt hat es halt auch keinen Nutzen mehr, das Gerät nochmal rauszuholen, wenn man gerade schon gehackt hat. Weil man sowieso alles, alle und alles über die gesamte Map sie hinweg sieht. Damit soll halt Glitch zu dem gemacht werden, wozu er gemacht wurde, ja? Er wurde dazu gemacht, um halt wirklich nicht ein Breacher zu sein, also ein Brecher. Hier sieht man es auch. Brecher spezialisieren sich auf das Durchbrechen der gegnerischen Verteidigungslinien. Und darauf wird er halt zurückgebracht. So. Dann gibt es noch eine kleine Änderung für ein Gadget, und zwar für die Erschütterungsrauchgranate. Das ist die Rauchgranate, die man benutzen, also die hochgeht sofort, die sofort explodiert, da wo sie, keine Ahnung, der Wand oder den Boden berührt. Und die kann man ja jetzt ab dem Update auch während, also die kann man jetzt auch verwenden, während man auf einer Zipline rutscht. Ja, okay. Dass das nicht schon die ganze Zeit drin war, ist irgendwie interessant, aber gut. Jetzt ist es auf jeden Fall drin. Ja, und das war's auch schon. Mehr habe ich tatsächlich nicht zu sagen, außer ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Schaltet auf jeden Fall wieder ein beim nächsten Mal. Da geht es dann in der normalen Spielrunde weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.